Kathi ist jetzt gerade am Schwanweg, wo das Ding entstehen soll. Und zwar zusammen mit Britta Kamrau. Das ist die Langstreckenweltmeisterin im Schwimmen. Sieht zudem auch noch sehr, sehr gut aus. In der Maxim war sie auch schon fast hüllenlos zu bewundern. Sehen Sie jetzt auch unter radiohamburg.de. Und die beiden machen die Generalprobe für das Schwimmbad. Sie haben ein Planschbecken dabei. Ja, dieses Planschbecken kommt auf die Alster und Britta Kamrau wird sich reinlegen und Ihnen verraten, wie es sich anfühlt. Kathi, wie sieht's denn aus bei euch? Es hat keiner eine Ahnung, wie warm die Alster ist. Und gerade eben hat Britta Kamrau mich gefragt, werde ich doll nass? Tja, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Ich weiß nicht so genau. Ich würde vorschlagen, wir schreiten jetzt einfach mal zur Tat langsam und werden mal das Becken in die Alster hieven. Das Planschbecken, ja. Vielleicht fassen mal ein paar tatkräftige Helfer mit an, das wäre super. Einmal hier runtergesprungen. Britta, geht's? So, das Becken wird zu Wasser gelassen und ich darf in mein knallrotes Paddelboot springen und mitpaddeln. Wir sitzen. Und Britta, was ist das jetzt für ein Gefühl? Hier auf der Alster im Becken quasi. Ja, es ist also ganz toll. Also wenn ich mir dazu jetzt noch so richtig Sonne vorstelle und 30 Grad, dann kann es natürlich toller nicht sein. Ja, aktuell mit 16 Grad ist das natürlich vielleicht etwas frisch, aber mit ein bisschen Fantasie klappt das. Was macht das Schwimmen auf der Alster einmalig? Ja, also erstmal sind wir natürlich die allerersten, die das hier machen, in der tollen Stadt Hamburg. Und wie gesagt, es ist ja ein toller Ort und wer schwimmt nicht gerne in der Alster? Ich denke mal, das hat sich jeder Hamburger schon gewünscht, oder? Na klar, und jetzt nochmal ganz kurz für die Radio Hamburg-Hörer. Wie groß ist das Schwimmbecken, in dem du jetzt gerade planschst? Wenn ich mir so angucke, ich weiß nicht, ein Durchmesser 1,05 Meter. Recht klein, also es kann ein bisschen größer ruhig werden nächstes Jahr. Es ist ein Kinderplanschbecken. Ja. Aber es ist toll und Britta sieht toll aus darin. Ja, glaube ich. Britta, vielen Dank, dass du diesen Spaß für uns mitgemacht hast und nicht abtreiben hier auf der Alster. Bloß nicht. Ja, danke schön, Kathi, danke schön, Britta. Fotos der Aktion sehen Sie natürlich später auch noch unter radiohamburg.de und da geben Sie auch noch Ihren Namensvorschlag ab. Wie soll dieses Bad heißen? Planschbecken vielleicht. Gut, das wäre jetzt extrem einfallslos. Ihnen fällt bestimmt was Besseres ein. radiohamburg.de, da geben Sie Ihren Tipp ab. Wie soll das Ding heißen? Und wenn es der Name wird, dann werden Sie das Teil taufen zusammen mit Ole von Beust. Und Sie werden eine Jahreskarte von uns dafür bekommen. Also jetzt reingehen ins Internet. radiohamburg.de.